So, ihr Lumpis da draußen, willkommen zurück zu Factorio C-Block. Und ich habe wieder die Zeit ein bisschen voranlaufen lassen, damit wir hier schön viel Land haben. Damit wir da unten bauen können und dann tun wir das gleich hier umändern. Ich hole gerade mal noch das andere Land hier oben. So. Hier vorbei, hier wieder runter. So. Und hier ändern wir jetzt um, dass die Steine machen, weil ich hier ein paar Steine brauche, beziehungsweise so, nee, Strom hast im Weg, sowas. Ziegelsteine. Und da machen wir doch hier einfach mal ein paar. So. Nämlich dafür. Dafür brauchen wir Ziegelsteine, aber wir haben ja schon eine. Können noch eine bauen, das aber nicht schlimm ist. So, weil hier unten läuft das ja wunderbar. Hier haben wir jetzt schon Bobmonium-Erz und hier Rubity-Erz. Beziehungsweise Rubin-Erz. Und hier kommt jetzt die Rubity-Sache hin. Das heißt, wir machen hier Nickel und Lead. Und auf dieser Seite machen wir Zinn und Silikon, was hier rauskommt. So, dazu brauchen wir erst wieder Crusher. Ist das richtig? Genau. Und da wird dann wieder Stein draus. So, wir brauchen also zwei Crusher. Einen haben wir schon. Hier brauchen wir wieder mal Ziegelsteine. So, und Ziegelsteine holen wir uns jetzt einfach hier oben ab. So, reicht das schon? Nein. Hier brauchen wir noch normale Steine. Okay. Kriegen wir hin. 5 Stück. So, die sind hier schon voll. Ach so, die sind so schnell voll, die Ziegelsteine. Das ist ja blöd. Dann machen wir das so. Und das hier so. So. Für das hier war es ganz gut. Weil dann habe ich hier mal ein paar normale Steine bekommen. Aber hey, was soll's. So. Genau, also, wir brauchen hier einen Ore Crusher und hier daneben dann auch noch einen. Und du crushst mir das hier zu dem und dem. Ah, warte mal, wir machen die weiter nach links. Dann können wir nämlich in die Mitte noch was anderes Lustiges machen. So. Weil dann können wir hier noch vielleicht auch noch sowas machen hier. Und hier weiter Land laufen lassen. Das könnten wir probieren, ne? Also hier in die Mitte. Sowas. So, den zweiten Crusher hier hin. Das hier rein, das da rein, das da rein. Hier wird Stein gemacht. Und dann wird der Stein hier rausgenommen. Und kommt in eine Kiste. So weit, so gut. So, hier ist das hier. Und hier kommt das hier. Bobmonium. Hey, richtig. So. Es wird hier mal wieder gearbeitet, ne? Weil das hier ist jetzt die ganze Zeit stillgestanden, weil hier gar kein, gar nichts hinkam. So, dann habe ich noch was. Der Phil hat mich wieder darauf aufmerksam gemacht. Und zwar habe ich ja schon hier irgendwo, genau das hier, Ventile. Und damit das nicht hier verbrennt, bevor es gebraucht wird, machen wir hier ein Ventil hin in diese Richtung und das hier so, damit da nichts verbrannt wird, was nicht verbrannt werden soll. Ne? Und dann das überschüssig, wenn es überschüssiges gibt, dann kommt es da rein, das andere nicht. Ja? Das wird erst voll gemacht und erst dann kommt das da rein. So habe ich das verstanden. So lange läuft das hier voll, bis da nichts mehr ist und dann erst kommt das da rein. So. Okay, wir sind hier schon voll. Oh, ja, 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 ja. So, jetzt kommen die beiden Crusher.
die ich hier gebrauchen kann, genau. Kurz mal gucken, wie groß die sind. Aus dem Crusher kommt ja auch wieder. Ne, da kommt Slag raus. Okay, das ist jetzt erstmal nicht schlimm. Weil den Slag, den machen wir wieder in Crusher zu Stein. Dann kann das theoretisch auch wieder dahin, aber dann müsste hier was in die Mitte. Und zwar wieder ein Crusher. Ziegelsteine. Und Eisenplatten brauche ich auch noch. Ach, wie blöd. Wie blöd. So, weil hier habe ich nämlich die Produktion gestoppt. Aber sobald das dann da unten läuft, können wir das wieder aufnehmen. Wobei wir jetzt hier eigentlich auch schon genug haben. Das heißt, wir machen mal hier weiter mit Eisen. Eisen- und Kupferproduktion, wo ich bei euch eigentlich nur Eisen brauche hier. So, jetzt müsste das hier eigentlich weiterlaufen. Genau, dass hier wieder Eisen ankommt. Oh, da müssen wir nur gucken, dass hier dann auch Eisen drin ist. So rum. So. Ein Eisen, damit da wieder Eisen kommt. So, wir können aber trotzdem schon mal hier auf jeden Fall das hier machen. Mal gucken, wie groß wir das, den Crusher kriegen. Davon brauchen wir auch einige noch. Ah, nur vier. Brauchen wir halt Eisenplatten, ne? Und auch Eisenplatten. Was brauchen wir denn dann noch für? Kupferkabel und Algen. Algen. Holen wir uns doch ein paar wieder. So, hier, Phil, damit du siehst, die laufen gar nicht voll. Ja? Das reicht immer, dass die leer laufen. Bis das hier wieder da ist, sind die auf jeden Fall wieder leer. Na, das geht. Das geht. Wollte ich nur mal kurz gezeigt haben. Na? So, jetzt haben wir hier mal 5 wenigstens. Naja. Es geht noch ein bisschen, bis wir den hier bauen können. Aber wir haben ja schon davon 2. Und jetzt will ich die eigentlich, hätte ich die gerne genau so auf der Ebene. Das ist hier hin. Das geht dann hier noch ein bisschen rüber. Also hier mindestens noch so. So. Gucken, ob das passt. Ja, das wäre sogar ein bisschen zu viel gewesen. Ja, das macht nicht. So. Und dasselbe nochmal hier drüben. Da. Ja, noch einen rüber hier. So. Geht doch mal aus dem Weg. So, hier hin. Genau. So, das heißt, hier bitte das Zeug reinfüllen. Du machst hier das hier. Du machst hier das hier. Und hier in die Mitte kommt dann wieder Slag. Und wir brauchen 2 mindestens davon. Auf jeden Fall brauchen wir hier Eisenplatten. Für den Crusher dann. Badabadabab. 25 habe ich davon. Ist gut. Ihr könnt hier ruhig arbeiten. Das hier kann eigentlich mal kurz weg. So, wir haben hier, wir kriegen hier Slack raus.
Theoretisch könnte ich auch aus dem Slag Land machen, ne? Bräuchte ich halt den Crusher wieder, das ist klar. Aber hier unten nochmal Land zu machen, wäre vielleicht gar nicht so dumm. Anstatt hier oben. Ja, ich glaube, das mache ich. Jetzt brauchen wir aber erst noch einen Crusher. Oh, hier steht ja einer. Guck mal an. Hier steht ein Crusher rum. Den nehmen wir doch mal. Oder? Ja, das war doch ein so ein Crusher, wie wir brauchen. Eieiei. Okay. Also. Ich meine, hier oben kriege ich ja auch Stein raus. Hier würde auch wieder Stein rauskommen. Ja, weißt du was? Da machen wir hier keinen Stein, sondern machen hier Land. So, und der Crush bitte das. Und du machst bitte Land. Aus das hier oben rein. Da. So weit, so gut. So, jetzt muss dann hier nur noch. Jetzt haben wir hier Crushed Bobmonium. Und. Nee, Quatsch. Hä? Wir haben hier Zinn und Silikon. Und hier Blei und Nickel. Wieso habe ich denn hier schon so viel? Ich weiß es nicht mehr. Bestimmt habe ich damit irgendwas gemacht. So, wenn ich das jetzt einfach schmelze. Mal ausprobieren. Ich kann jetzt hier. Ich brauche hier erst so Platten. So, hier brauche ich erst Platten. Genau, das geht aber. Nur mit dem Silikon weiß ich nicht, was ich damit machen soll. Das muss ich jetzt erstmal aufheben oder was? Ah, da kann ich Glas machen. Okay. Das heißt, ich kann das hier machen. Ja. Metal Mixing Furnace. Ich check nicht ganz, was kann der? Was ist bei dem anders? Also, gut, ich kann die, der kann halt mehr Sachen, ne? Habe ich das richtig verstanden? Der kann nämlich das hier. Aber ich brauche jetzt hier eigentlich nur einen eine normalen. Oh, ich brauche einen normalen Stein hier. Und ich brauche jetzt ja eigentlich vier Öfen, ne? Also eins, zwei. Und Zinn kann ich auch aus dem, kann ich da auch Zinn. Ist hier das, fünf Ziegelsteine? Ziegelsteine habe ich wieder massig, aber normale Steine nicht. Es ist so typisch. Es ist so typisch. Kann ich mir hier gerade mal kurz ein paar Steine basteln? Jetzt habe ich schon wieder ein zu viel gemacht, ne? Nicht schlimm. Ich habe jetzt trotzdem nur zwei, ne? Ich brauche viel mehr. Naja. Ich brauche mehr Steine. So, ist wieder einer. Nochmal Steine. Zwei, drei. Das reicht nicht.
4. Nicht 5. So. Jetzt reicht's für 4. Okay. Jetzt habe ich hier 4 Öfen. Ja, packen wir das alles mal rein, ne? Dann packen wir das alles hier unten mal rein. Und gucken mal, was passiert, ne? Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Greifarm. Eigentlich brauchen wir mehr, aber das gucken wir gleich mal, wie wir das machen mit den Greifarmen, weil vor allem mit der Befeuerung und den Dingern. So, wir brauchen hier auf jeden Fall noch mehr Platz. So, also. Hier und hier. Hier und hier. Mal so. So und so. Das heißt, einmal du und du. Aha, Nickel. Nickel kann ich jetzt so nicht herstellen. Was mache ich denn mit Nickel? Also Zinn ist das. Silber. Was mache ich denn mit dem Nickel? Ja, das ist alles Zinn. Das ist das. Kann ich mit dem jetzt gerade noch nichts anfangen? Oder was mache ich mit dem Nickel? Wir wissen es nicht. Aber da machen wir erstmal hier eine davon. Und hier hat man den Nickel rein. Ja, das ist blöd. Warte mal, dann machen wir das so, falls das hier auch was rausnimmt. Falls der mehr rausnimmt, als er darf, sozusagen. Machen wir das auch noch hier hin. So, und hier war es das und das. Mal gucken, ob das geht. Das geht und auch da kann ich Glas draus machen. So weit, so gut. So, da brauchen wir nur noch im Grunde das. Und das. Ach, und Strom noch. Entschuldigung. Nein, reicht nicht. Ach, da macht's halt so. So, da müssten die laufen. Sehr schön. So. Und hier läuft auch weiterhin das, wie ich es haben will. Ach, gut. Sehr, sehr, sehr. Das läuft und das läuft. Das läuft und das läuft. So, wie sieht es denn aus mit dem Strom? Das kostet ja alles einigermaßen, aber das geht. Das geht. Gut. Ist echt die Frage, was ich mit dem Nickel mache. So, ich könnte auch langsam wieder hier gucken, dass wir hier weiterkommen mit dem Forschen. Ich sehe gerade, ich habe hier auch ganz viel Zeug drin, was ich irgendwie gar nicht brauche. Oder ich weiß nicht, warum ich es hier drin habe. Das hier. Und noch Matt und so weiter. Gucken wir mal, ob wir das hier oben noch reinkriegen. Okay, dann nehmen wir das gerade mit. So. Jetzt haben wir das und das und das. Das ist schon mal gut. Und
Da jetzt hier wieder die Produktion läuft, würde ich doch vorschlagen, wir machen hier wieder diese Produktion hin. Dazu brauchen wir wieder das und das, um das herzustellen. Das heißt, wir brauchen drei Montagemaschinen. Bin ich wieder blind? Hab ich die wieder nicht gesehen? Da. Das heißt, ich brauche wieder das hier, damit ich das machen kann und dann das. So, jetzt ist natürlich das hier im Weg. Aber ich sehe gerade, das könnte man doch auch hier hinten durchschlüpfen lassen. Ups, so wollte ich es nicht. Nee. Aber ich meine hier geht das doch viel besser, oder? Hier durch, dahin. Hier wollen wir ankommen. So. Warum denn hier so kompliziert wieder mal, gell? Der Lumpi hat wieder hier komplett kompliziert gebaut. Aber hey. Leute, ich brauche mal jetzt nicht. Du passt jetzt natürlich nirgends in. Es ist so typisch. Doch, hier. So. Genau, dann ist nämlich hier Platz. Wir brauchen aber wieder das da. So, und zwar brauchen wir einmal Eisen. Einmal das. Und aus beiden Sachen bitte. Ah, das reicht von der Dings nicht. Hier nochmal ein bisschen weitermachen. So. So. Also, Eisen kommt hier rein und macht hier das hier. Dann kommt hier das Kupfer rein und macht hier das hier. Und hier kommen dann die beiden Sachen rein und machen das hier. Brauchen wir trotzdem hier noch mehr Platz, aber gut. So, wir brauchen noch ein nee. Geht ihr erstmal hier kurz vorbei. So, pass auf. Hier kommt nämlich dann das und hier kommt dann nämlich das. So. Und hier außenrum muss das jetzt halt laufen, ne? Ah. So. Hier habe ich auf jeden Fall schon mal davon Zeug. Geht doch, weil dann gucken wir nachher mal, was wir aus dem Nickel machen können. So, hier sind wir wahrscheinlich jetzt schon relativ weit, ne? Ja, das läuft. Das Gute ist, dass hier dann wirklich das Zeug auch hier reinkommt und er sich's von da drüben holt. Perfekt. So, nur mit den Dings hier, Pellets. Mit den Pellets wird das knapp und ist es auch hier schon knapp. Das heißt, wir brauchen mehr. Mehr, wir brauchen mehr. Wer hätte es gedacht? Hiervon. Da brauchen wir Eisenplatten. Die wir jetzt gerade wieder verbraten hier, ne? Es ist so typisch. Ah.
Kann man denn diese Eisenplatten nicht auch aus was anderem machen? Das wäre doch viel praktischer. Das wäre doch viel praktischer. Theoretisch können wir jetzt auf jeden Fall das hier bauen. Weil wir dieses. Weil wir die Solar Plate machen können. Genau. Das Solar Blade, das hilft uns dann wieder weiter, weil wir da ganz tolle Sachen mitmachen können, wo ich jetzt ganz vergessen habe, warum ich das eigentlich wieder baue. Aber hey, das ist Factorio, ne? Hier, keine Ahnung, was ich, warum ich hier irgendwas tue. Deswegen. Deswegen tue ich es, weil ich die Dinger haben will. Junge, 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 Junge. Okay. Also, wir brauchen auf jeden Fall hiervon. Viel, viel mehr, damit wir hier viel, viel mehr haben und hiervon viel, viel mehr von den Pellets. Das ist logisch. Deswegen brauchen wir davon ganz schön viele und deswegen machen wir hier unten nochmal hier einen Cut. So, ihr hört mal auf hiermit. Und macht hier bitte erstmal für uns ein bisschen Eisen. So, damit wir nämlich hier unten hinkommen mit dieser Produktion, wobei wir die hier, glaube ich, hier rumlegen. Guck mal, das geht sogar. Das mache ich jetzt auch, auch wenn ich da wenig habe. So, ich will nämlich dann hier die Pellets langführen. Pellets. Bis da unten hin. Hier überall vorbei. So, hier runter, hier hin. So. Und dann hier runter. So, und dann müssen wir hier noch einen mehr machen. Soweit erstmal. Ne? Mit 35 komme ich da auch noch nicht weit. Das ist mir klar. Aber es hilft ja nichts. Irgendwo muss man ja mal anfangen. So, 8 Eisenplatten. Großartig. Soll ich erst das fertig machen? Nee, wir warten jetzt erst, bis wir das bauen können. Das geht ein bisschen Eisenstangen und so weiter. Ja. So, okay, dann gehen wir erstmal hier durch. Dann machen wir erstmal das Ding hier hin. Und den hier rüber. So, dann kannst du nämlich schon mal volllaufen. Das ist mir egal. Lass dich volllaufen. So. Oh ja, hat aber hier trotzdem noch zu tun, ne? Obwohl er hier kein Eisen mehr hat. So, jetzt haben wir 11. Das reicht noch nicht. Jetzt haben wir wieder keinen Strom. Weil der natürlich hier oben das hier weg macht. Wir müssen auf den Tag warten. Wie üblich. Wie üblich. Entweder Eisen oder Land fehlt. Im Moment fehlt Eisen. Oh, ich habe hier noch Eisenerz rumfahren. Guck mal. Wir wenigstens ein bisschen noch was kriegen, aber das wird nicht reichen, um eine Algenfarm zu bauen. Ich habe auch noch Algen. Ich habe ja auch noch Algen, Junge. Ist das schön. Ey. Aus dem Weg. Algen. So, hier sind auch Algen drin. Die hier arbeiten und tun. Aber ohne Strom. Ja, das muss hier erst volllaufen, damit hier was ankommt wieder. Ne? Das ist natürlich ätzend.
Könnt ihr aber auch sagen, bevorzugter Ausgang wäre rechts. Rechts. So. Weil dann kann er erstmal das hier vollladen und wenn da was übrig ist, dann bringst du es hier rüber. So, ne? So, wie viel fehlt denn noch? Immer noch ein bisschen was. Und hier kommt halt nichts an, wenn kein Strom da ist. Aber jetzt ist eigentlich wieder Strom da, oder? Ja, wenn das mal anläuft hier, dann ist gleich wieder volle Pulle Strom. Das ist so gut. Ja, da kommt auch wieder ab und zu was hier. Ab und zu. Aber trotzdem ist dann bei Volllast auch schon wieder hier, wir müssen uns um Strom kümmern. Das mit der Kohle, das stört mich extrem. Dass diese Kohle so schlecht ist. Dass wir nichts Gutes zum Verbrennen haben. Ich meine hier 1,5 Megajoule. Ja? 8 Megajoule. Die Dinger, die bringen halt einfach nichts. Es ist alles nichts Tolles zum Verbrennen. Kann man denn das Gas nicht benutzen, um es zu verbrennen? Kann ich denn mit. Geht doch bestimmt, oder? Aber ich den Heizkessel. Ja, da gibt es halt kein Gas, das ich da verbrennen kann. Festbrennstoff. Wir gucken mal kurz, ob es da vielleicht so einen Generator. Generator. Okay, hier kann ich halt Holz machen dann, ne? Das ist auch Brennstoff. Aber kann ich aus Holz nicht Kohle machen? Also richtige Kohle. Ja, das bringt uns alles nichts. Dioden. Aha. Das ist Koks, Carbon, Sodium, Carbonat und Monoxid. Das sind Pellets. Die haben natürlich einen besseren Brennwert. P-p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 -24 Megajoule. Aber es ist nicht das, was ich suche, ne? Ich suche ja. Ach Gott, hier kann man sogar blaue Algen machen. Was bringen denn mir blaue Algen? Sogar Rotalgen. Rote Algen. Ja, es geht bestimmt irgendwie. Oh, guck mal hier. Rohöl. Aha, guck mal an. Gas- und Ölextraktion. Dazu muss ich aber wahrscheinlich erstmal wissen, wo Öl ist. Oder Öl haben, oder? Also hier kann ich, gibt es einen Gas-Separator? Oh Gott, oh Gott. Ja, hier gibt es so viel Zeug. Oil. So, was ist das? Chemische Ofen. Der kann auch irgendwas Tolles bestimmt. Farming, elektrischer Boiler. Was macht der?
Macht der Boiler, man weiß es nicht, erzeugt Dampf, verbraucht Wasser, verbraucht Strom, erzeugt Dampf. Aha, wird da heiß gemacht, irgendwas. So, das wollte ich aber. Die Advanced Chemistry, nee. Oh, guck mal hier, Oil Processing. Aha. Aus Rohöl mache ich hier ganz tolle Sachen und dann Festbrennstoff. Das ist nicht top. Aber ich glaube, ich brauche erst das hier, ne? Auf jeden Fall brauche ich erst das hier. Und dazu brauche ich erstmal Stahl. Und das hier. Junge, 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 Junge. Okay, also wir brauchen als nächstes, jetzt habe ich wieder vergessen, wie es hieß, ne? Chemical Processing 1. Falls das mal hier irgendwann wichtig werden sollte. Hier fehlen uns immer noch Eisenplatten. Eisenplatten. Ja, so langsam das Gestalt an, aber es dauert halt alles. Es dauert seine Zeit hier. Und das ist ja auch irgendwie geil, ne? Dass man so viel Sachen machen muss im Original. Im Vanilla, da bist du ja relativ schnell, sag ich mal. Also da hast du ja locker innerhalb der ersten 20 Minuten hier bis zum Labor alles gebaut, dass du auf jeden Fall rote, wenn nicht sogar mehr, Fläschchen machen kannst. Ja, wahrscheinlich sogar schneller wie 20 Minuten. Ich weiß es jetzt gar nicht genau. So, jetzt kommen wir aber nachher und dann können wir da oben lang. Haben die drei Stonepipes, die machen wir jetzt noch hier hin. Und dann gibt es hier sowas. Und wir brauchen aber auch natürlich noch Fließbänder. Schuppidubidubidu. Wir brauchen einfach mehr Eisen. Wir brauchen einfach mehr Eisen. Wo ist es? Ah, hier. So, bisschen. Auch das hier. Und... reicht nicht, ne? Es reicht nicht. So. Kannst du aber mal Grünalgen machen. Schon mal. Das ist okay. So, und das geht... Das geht immer so lahm, ne? Kommen hier nicht schnell genug rüber. Aber die hier sind halt zu teuer. Aber bringen halt auch um einiges mehr. Die schnellen Greifarme. Hat man nochmal, bis er dann nochmal fertig hat. Ja. Ich glaube, das nächste Mal lasse ich wieder laufen, das Game, eine Weile, dass wir wieder Eisen haben. Dass wir hier vorankommen. Diese Warterei ist ja echt das Ätzendste. So. Ja, die Überlegung ist auch, das in die andere Richtung zu ziehen und das Ding hier runter zu machen. Dass wir hier noch mehr bauen können von denen. Ja, das gucken wir. Gucken wir noch. So, auf jeden Fall wissen wir jetzt, wie es weitergeht. Das finde ich schon mal nicht schlecht. Und hier unten, das läuft doch super. Hier ist schon so viel Zeug fertig.
der hier gar nichts mehr einlädt. Deswegen würde ich das so lange mal noch auf jeden Fall in eine Kiste machen. Kisten haben wir noch zwei. Ab in der Kiste mit dir. So. Ja, hier. Hä? Nein, so ein Quatsch. Was war das denn? Wie habe ich denn das jetzt gemacht? Ah, so. Ich wollte eigentlich so machen. Wups. So, jetzt ist wieder Strom weg. Ist aber nicht schlimm. So. Die beiden machen wir einfach hier in eine Kiste und dann haben wir doch auch genug. Das reicht noch nicht. Der Strom ist wieder weg. Wo ist er denn hin, der Strom? Ja, es ist halt so, immer wenn das Ding hier oben aus ist. Ich hätte gerne noch irgendeine andere Art, um Kohle herzustellen oder beziehungsweise irgendwas, was ich verbrennen kann, irgendwas Gescheites. Und da muss ich sagen, da müssen wir auf das Öl hinarbeiten. Ich habe zwar keine Ahnung, wo hier Öl ist, weil ich sehe hier jetzt keine Ölquelle. Eigentlich ist die so lila hier unten, das könnte Uran sein. Weiß ich aber nicht, sehe ich so nicht. Könnte aber auch irgendwas anderes sein. Das hier ist ja auch grün. Das ist einfach nur. Was ist das denn? Der Desert Garden. Ist das auch nur Desert Garden? Man weiß es nicht. So, das wollte ich noch machen. Hier unten. Und einen noch, komm. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, dann haben wir das nämlich hier mal ein bisschen gesammelt, das Zeug. Und kann das hier auch immer schön weitermachen. Weiß noch nicht genau, wofür ich Glas brauche. Aber für irgendwas werde ich sicher brauchen können. Sonst gäbe es das, glaube ich, nicht. Toll wäre auch, wenn man so Sachen zerlegen könnte. Zum Beispiel hier diese blöden Lampen. Braucht kein Mensch. Kostet nur Strom. Braucht aber wirklich keiner. Also ich zumindest nicht. Wüsste nicht, wofür ich das brauchen sollte. So. Oh, staunen tut sich hier oben noch nix. Das heißt, wir brauchen noch mehr hiervon. Und dafür brauchen wir Eisen. Und das lassen wir einfach mal hier unten jetzt eine Weile laufen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Ne? Ich sag mal, macht's gut. Bis dann.